Und damit sind wir wieder zurück bei Observer. Jetzt offiziell an dem Punkt angelangt, an dem ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Und es ist auch ein bisschen länger her. Yes. Seit ich das letzte Mal gespielt habe, logischerweise. Oh, wir sind jetzt ja irgendwie in Jack Carnes Erinnerung gewesen. Und er ist vor 29 Minuten gestorben. 28. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Und dem sein Zimmer sieht ganz anders aus als das, wie wir es zuvor gesehen haben. Und ja, jetzt geht's weiter. Und ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ich weiß nicht genau, wonach ich jetzt suchen soll. Ah, guck mal, 1 Beinprothese. Das ist auch... Das ist eine Risswunde, das ist Blut. Und da haben wir eine Risswunde. Eine Stichwunde. Noch mehr... Ach ja, richtig, wir haben ja diesen... Dieses komische Blut, was wir ja jetzt verfolgen können. Nur mal dieses... dieses merkwürdige Bild. Und das sah vorher alles ein bisschen mehr... Alter, die Jacke. Das sah vorher alles ein bisschen mehr classy aus. Jetzt merkt man natürlich wieder, dass es doch eher runtergekommen ist. Und hier ist noch mehr von diesem Blut. Und hier ist noch ein bisschen Synchrosine. Das, oh, hier ist aber richtig viel. Das nehmen wir aber direkt mit, du heilige Mutter Gottes. Okay, Schallplatte hängt. Und dann folgen wir mal direkt... Was ist das denn? Ist das eine Fußmatte? Okay. Dann folgen wir jetzt mal dieser Spur von Blut und hoffen mal, dass wir den Mörder finden, der jetzt für diese 3 Morde verantwortlich ist. Hier ist noch mehr von diesen Risswunden. Was geht denn gerade mit dem Field of View ab? Das ist ja so super so breathy-mäßig. Das ist super merkwürdig. War das vorher auch schon? Quatsch, nicht Audio. Okay, die Türen sind zu. Frage ist, warum? Und vor allem, wie kriegen wir die Tür jetzt auf? Warum ist das Field of View so verdammt? Das ist so fischaugenmäßig. Hä? Hä? Was? Okay, das ist eindeutig mit Absicht. Das ist... Macron 6, Tätowiergerät, Präzision eines Lasers, hervorragende Leistung, außerordentliche Qualität zu vernünftigen Preisen. Nice. Dieses Fischaugenmäßige ist sehr merkwürdig. Böser Schrank. Der Schrank des Todes. Triggerwarnung für Epilepsie, ne? Wie immer bei jeder Folge. Ich weiß, ich hab's nur einmal eine Folge reingeschnitten, aber ich hoffe, die Leute, die zugucken, wissen das. Muss ich sowas eigentlich angeben? Nur like aus Safety Purpose? Okay, wir haben wieder so einen Lockdown. Wir sind wieder hier unten unter diesem Tätowierding. Ist da ein Gesicht? Da ist doch ein Gesicht hinten dran. Seht ihr das?
Alter, diese Büste. Sind wir wieder in irgendjemandes Kopf, ohne es zu wissen, oder? Oh, cool. Okay, kein ewig sich wiederholender Gang. Drehen wir jetzt völlig am Rad, oder was passiert hier? Und gut, das habe ich mich schon ganz am Anfang gefragt, aber... Gar kein Thema. What the fuck? Ich bin gerade durch den Boden geglitscht. Okay. Ja, okay ist das nicht. Mein lieber Lazarski. Es ist eklig. Ah, es ist eklig. Ich denke daran beim Schnitt. Ist das purer Ekel. Oh, heilige. Oh, waren wir schon immer so hoch? Nee, wir waren doch eigentlich immer so da unten im ersten. Ich weiß nicht mehr, ob wir in den zweiten gegangen sind, ganz ehrlich. Alter. Komm ich. Kann ich hier rein? Ah, guck mal da. Noch so ein Ding, das ich nochmal nachgeguckt habe. Ich habe bestimmt keine Ahnung, wie viel ich schon irgendwo oft übersehen. Hat die Musik auf einmal aufgehört. Einer zu Hause. Eine Leiter. Schauen wir mal, ob wir uns reinhacken können. Ich kann kein Russisch. Es ist überhaupt nicht gruselig, ne? Aber... Okay, ich denke mal, ich soll da eingehen. Ist das jetzt ein Stripclub? Macht sich wohl lustig? Das ist nicht nett. Das ist nur Toilette. Das ist gar nicht wirklich erkannt. Nicht richtig drauf geguckt. Gehen wir mal in den Keller. Eine Shisha, Äpfel und noch eine Shisha und... Da liegt einer. Erschlagen von einem Fernseher. Und jetzt sind wir definitiv in einem Stripclub. Alter. Auf das gehe ich gar nicht erst weiter ein.
muss ich das zensieren? Läuft die Aufnahme? Ja, okay. Ja, 69, Alter. Ich denke mal, das sind die letzten zwei Ziffern. Ist das... Ho! Hier, no King Shame, ne? Aber... Ho! Auf Tentakel habe ich ja noch nie gestanden. Was zur Hölle? Oh, warum stimmt das? Hallo? Ach, guck mal, ein Fahrrad. Das nehme ich mir jetzt. Damit fahre ich einfach weg. Oh, das ist mir viel zu großes Areal. Hallo? Ich nehme mal an, dass hinter mir die Tür jetzt zu ist. Das Bild kennen wir bereits. Achso, rechts kann ich ja gar nicht lang. Okay, dann gehen wir eben links. Hallo? Ich bin nur auf der Durchreise. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Ich gehöre hier nicht mal hin. Viel zu laut. Viel zu laut. Hey, PD. I need to ask you some questions. Shh. Keep your voice down. He'll hear you. Who will? The one of many shapes. We don't speak his name. The symbols on your door. What are they for? Protection. They used to keep him at bay. But lately, he's been getting bolder. I can tell he's coming for me. It's only a matter of time. Well, there's no one here but you and me. He's always out there, watching, waiting. I won't let him hurt you, if you work with me. I can't. I'm sorry. He'll know. How? He's coming. He's coming. What? Das ist ein Re... Ah! Ich hab die Matrix verändert, Leute. Ich bin Neo. Hä? Seht ihr das? Sehe nur ich das? Problem ist, ich habe mich jetzt so oft gedreht, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Was? Kommt das Fahrrad her? Kann ich mit dem Fahrrad was machen? Nee. Bin ich richtig?
Ich kapier's nicht. Hä? Da spielt mir mein Verstand schon wieder Streich, oder ist eine Art Falle? Meine forensische Sicht könnte mir helfen. Echt jetzt? What? Was haben wir denn da? Ich war doch gerade was. Ja lol, ernsthaft? Echt jetzt? Da war ich doch eben gerade. Bingo. The fuck? Was? Hä? Aber wie? Jetzt mal ernsthaft. Wie? Ich muss jetzt nochmal mit diesem Nachbarn reden. Need to get out. Ist der da hinten gerade am Kacken, oder was? Ist der... Sag mal... Wohnt der da? Anscheinend wohnt der da. I'm right on your tail. So, warte mal. Ich bin jetzt hier... Ich bin da. Das ist ein abgesperrter Bereich. So, hier ist ein Klo. Also, fast. Hier ist das Klo. Aha. Kein Thema, Digi. Gar kein Thema. Mach doch. Mach doch, was du willst. So, hier ist so eine komische Statue. Hier ist ein Nachbar. Hey, PD, can we talk? That sounds like a bad ending. I apologize, not fully in control yet. Reflex action. Involuntary response to a stimulus. Textbook definition, ain't it? Understand. Why you think that? In your condition? My condition? Correct. You still have a long way to go. Don't we all? I am more advanced. Flawed, but nearing completion. Uh-huh. Nearing completion. How completely complete are you? 78%. What happens if you hit 100? A big bang? I will be cleansed. Of what? Cleansed of body, purged of flesh, of excess thoughts. Terminator, huh? If there's nothing left to clean, aren't you a little afraid there'll be nothing, period? No, fear is irrational. Change is inevitable. It is more logical to embrace it. Mods don't come cheap. Unless you get them installed in a local fucking Ripper clinic. Your logic is sound, but I will not share that information with you. Suit yourself. Oh, and just be aware, the lockdown might be the phage. Of course, I know you're way beyond caring. The disease of transition? No, unacceptable. I am not ready yet. Guess you should have thought about that before you stuffed yourself with moths. Your interrogation tactics are primitive. You call yourself
an observer. Yet you fail to observe the basic fallacy in your thinking. What might that be? The disease might really be the cure. Spare me the phage fucking double talk. Think about it. It targets flesh, not steel. The nanites never meant to destroy. They meant to release us from this evolutionary setback. We were not ready. I've seen what it does firsthand. Nobody is ready for that. If the plague is truly upon us, we will soon find out. Interessante Denkweise. Kann ich nicht bestreiten. Hat seinen Knackpunkt. Ich möchte nicht weiter darüber nachdenken. You got a minute? KPD. Sure. Have I been naughty? Just a few questions, nothing to get excited about. The world's at peace, Mr. Observer. Why should I get excited? Well, there's the lockdown. Are you handling it all right? These things come and go. They're inevitable, like the waves of causality. I don't concern myself with petty realities, Mr. Observer. Okay. I'll take that as a yes. You know what I'd do? How come? I can smell your quantum patterns. I've dallied with a few of you digital devils. You smell my quantum what? Hey, I'm not judging. I was a little lost girl once. Low on expectations, high on feed. And now I guess you're just high. Ouch, Mr. Observer. Such words. How they burn like flaming roses. But I'm not into that stuff anymore. Now I live for true pleasures. And pleasurable truths. Are these pleasures pharmaceutical? Look to quantum physics. It holds the answers. You just have to be uncertain enough to look. Anyway, you better be on your way. Good luck. Or not. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Ich weiß es wirklich nicht.